Herzlich willkommen im X-Lab. Auf der Fotokina habe ich ja von Klaus Wehner das analoge Schwarz-Weiß-Umkehr-Chemie-Set mitgenommen. Worum es dabei geht und was man damit machen kann, zeige ich in diesem Video. Ich habe auf der Fotokina Klaus Wehner am Stand von Foto Impex getroffen. Der hat ja eine Schwarz-Weiß-Umkehr-Chemie entwickelt, die ohne extrem giftige Stoffe, also auch die Umkehrung selber nicht chemisch vornimmt, auskommt. Und das habe ich mitgenommen von der Messe und habe es ausprobiert und hier meine Ergebnisse. Was bedeutet Schwarz-Weiß-Umkehrchemie? Für die Analog-Cracks hier auf diesem Kanal ist das wahrscheinlich nichts Neues, aber ich will das noch mal ganz kurz erklären. Wenn wir einen Schwarz-Weiß-Film belichten, dann entsteht ja dort, wo Licht auftritt, entsteht Silber. Das heißt, es wird Silber reduziert aus den Silberhalogeniden. Es werden also einzelne Atome des Silbers, des Silberhalogenids zu reinem Silber reduziert und der Entwickler verstärkt das Ganze. Das bedeutet dann, da wo viel Licht hinfällt, dort entsteht viel Silber und reines Silber hat welche Farbe? Nein, nicht silbern. Tee- und Kaffeelöffel aus Silber sind auch nicht silbern, wenn man sie nicht polieren würde, sondern schwarz. Und wenn man sich jetzt ein Negativ anschaut, ich blende das auch gleich mal ein, dann sieht man zum Beispiel bei diesem hier recht schön, dass es eben sich um ein Negativ handelt, weil da, wo viel Licht hinkommt, ist viel Silber, ist viel Schwarz. Da, wo kein Licht hinkommt, ist der Film transparent, also quasi weiß. Und diese Negativtechnik ist natürlich schon sehr alt und sehr bewährt. Und diese Negative haben natürlich einen Vorteil, man kann mit ihnen sehr schöne Vergrößerungen machen. Also im Schwarz-Weiß-Labor auf Papier, was ja auch wieder negativ ist, negativ mal negativ gibt positiv, kann man das vergrößern. Nun ist es bei mir so, dass ich zwar analog fotografiere, aber das Vergrößern weglasse, weil das einfach viel zu viel Platz und viel zu viel Zeit verbraucht. Ich habe nicht die Zeit, mich ins Labor zu stellen und von meinen negativen Vergrößerungen zu machen. Ich scanne die ein. Und mir persönlich gefällt es auch viel besser, wenn man das Ganze nicht als negativ vorliegen hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Porträts aussuchen muss in einem Film, dann ist das im Negativ relativ schwierig, weil man ja auch die Mimik und das Ganze im Negativ nicht so richtig erkennt. Man gewöhnt sich zwar dran und kann das auch einschätzen, aber schöner ist das positiv. Früher habe ich dazu im Labor einfach einen Kontaktabzug gemacht. Das ist dann einfach aufs Papier gelegt, alle Negativfilme, Licht draufgegeben, da hatte ich Papier, das positiv war. Da ich aber nicht mehr im Labor arbeite, bleibt für mich eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten übrig. Die Negative einscannen, das ist aber für die reine Auswahl für mich zu aufwendig. Oder was ich manchmal mache, ist die Negative einfach durch einen Leuchtkasten auf einen Leuchtkasten legen, abfotografieren, in Photoshop umkehren. Da ist die Qualität dann nicht so gut, aber das geht. Und eine jetzt neue Möglichkeit ist eben diese Schwarz-Weiß-Umkehrchemie. Denn damit habe ich die Negative im Positiv, also die eigentliche Negative, die man in die Kamera einlegt, kann man so entwickeln, dass die Bilder jetzt, das sieht man auch hier unten, sehr schön positiv zu sehen sind, also richtig zu beurteilen. Und ich finde die Ästhetik und die Qualität auch ganz hervorragend. Und man kann das auch dem Kunden so weitergeben. Also ich könnte zum Beispiel für einen Kunden, der ein teures Porträt-Shooting mietet mit sehr viel Komfort und sehr viel Dienstleistung und sehr viel drumherum, dass der am Schluss so ein großes Schwarz-Weiß-Bild bekommt, das eben ein Positiv ist. Und diese Gründe sind für mich Grund genug, jetzt mit dieser Chemie zu arbeiten. Aber ich habe das natürlich erstmal ausprobiert. Und das Ergebnis ist recht zufriedenstellend. Ich gehe mal ganz kurz den Prozess durch, also jetzt nicht im Detail, was die Chemie macht, aber im Prinzip funktioniert es so. Man macht zunächst einmal eine ganz normale Schwarz-Weiß-Entwicklung. Dann wird also das belichtete Silber entwickelt. Das heißt, ich bekomme auf dem Film mein Negativ. Normalerweise wird danach fixiert. Fixieren bedeutet, alle nicht belichteten Silberhalogenide, also die Stellen, die nicht belichtet wurden, werden ausgewaschen, damit die nicht später durch Tageslicht nachbelichten. Und das machen wir eben bei der Umkehrentwicklung nicht. Jetzt wird, vereinfacht gesagt, nach dem Entwickeln und dem Bleichen, wird der Film einfach aus der Dose genommen und gegen das Licht gehalten. Das heißt, jetzt wird
Also das gebleichte Silber ist schon mal weg und jetzt haben wir nur noch das unbelichtete Silber der nicht belichteten Bildteile, also der dunklen Bildpartien. Und wenn wir jetzt nachbelichten von Hand, also einfach Licht auf den Film geben, dann wird praktisch genau das Silber belichtet, was vorher nicht belichtet war. Und wir kehren den Prozess um. Das zuvor entwickelte Silber ist neutralisiert durch das Bleichbad und wir haben jetzt das Positiv. Das wird dann nochmal entwickelt und kann dann nochmal gewässert werden und dann haben wir diesen Film, der positiv ist. Also ein bisschen kompliziert, nochmal ganz kurz gesagt, wir entwickeln erstmal das Negativ, dann schalten wir dieses Negativ aus durch das Bleichbad. Das restliche Silber, was noch da ist, aber nicht belichtet, das wird jetzt mit Gewalt nachbelichtet und dann haben wir also alles Silber, was vorher nicht da war, belichtet. Also genau umgekehrt, wir drehen also quasi die Tonwerte des Filmes um und haben dadurch ein Positiv. Wem das jetzt zu kompliziert ist, es ist in der Praxis einfach, wenn man sich einfach an die Vorgaben hält, bekommt man diese Schwarz-Weiß-Positive. Ich finde sie sehr ästhetisch, mir gefallen sie sehr gut und ich werde wahrscheinlich in Zukunft relativ regelmäßig mit Positiven arbeiten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder eine kleine Anregung für die analoge Fotografie geben. Ja, und wünsche viel Spaß beim Analog-Fotografieren und natürlich auch beim Digital-Fotografieren aus dem X-Lab. Rüdiger Schestag.